Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch Aktien TV und in diesem Video geht es um die Global Fashion Group. Das ist so ein weiterer Samba-Klon und die betreiben 4 E-Commerce-Shops mit dem Fokus auf Mode in Asien-Pazifik, also Australien und Südostasien, Lateinamerika und Russland oder die umliegenden Länder auch. Ist eigentlich so eine Kopie von Zalando, das heißt ein relativ einfaches Geschäftsmodell, das man halt von den Marken einkauft und es dann mit 40% Marge weiterverkauft. Firma ist noch nicht profitabel, wächst aber, anders als zum Beispiel die verglühten Sterne, Westing oder Home24, wo die Wachstumsstory so ein bisschen vorbei ist. Auch muss man den Samwas lassen, dass zwar nicht alles funktioniert hat, aber zum Beispiel HelloFresh in der USA doch ein gewisser Erfolg geworden ist und auch die ganzen Essenslieferungen doch auch sehr hohe Bewertungen einfahren konnten. Global Fashion Group ist nicht so bekannt, da sie halt keinen Bezug zu Deutschland haben, weil sie halt in den anderen Ländern tätig sind, aber Zalando ist ja eigentlich der größte Erfolg von den Samwas gewesen. Da haben sie eigentlich wirklich viel Kompetenz und gerade in diesen Ländern, die nicht USA, nicht China sind, da haben sie dann doch ein bisschen weniger Konkurrenz und Mode ist einer der wenigen Themen, wo man sich auch als spezialisierter E-Commerce-Shop durchsetzen kann gegen die Generalisten wie Amazon. Zum Beispiel davor hat auch Alibaba Lazada gekauft für eigentlich ganz gutes Geld. Das heißt, dass auch ein Exit-Idee wäre möglich. Ja, so sehen die Firmen aus, also ein bisschen ähnlich. So Iconic, das ist für Australien. Ja, hier sehen wir auch Birkenstock, deutsche Marke. Casados oder Dafiti ist für Brasilien. Zalora ist so Indonesien, Philippinen etc., aber ihr seht alles dieses Schwarze. Und was auch relativ groß ist, ist La Moda in Russland. Die Seiten haben auch relativ guten Traffic, wenn wir uns das auf SimilarWeb anschauen, zum Beispiel Dafiti. Hier 20 Millionen Visits, The Iconic 6 Millionen Visits. Zalora 2 Millionen, aber das ist nur Philippinen, insgesamt ähnlich groß. La Moda auch 20 Millionen. Und wenn wir uns hier die Top-Liste der größten Fashion-Shops anschauen, da tauchen die immerhin in den Top 50 auf. Hier La Moda, also sogar vor Yooks, die ja auch in der, oder Farfetch, die ja Milliarden an der Börse wert sind. Auch Dafiti. Zalando ist natürlich noch größer, aber auch ein Vielfaches wert. Und das sehen wir hier, die haben 29 Millionen Visits. Die Deutschen haben natürlich eine höhere Kaufkraft, aber insgesamt sollte die Global Fashion Group hat wahrscheinlich ähnliche Zugriffszahlen vom Traffic wie Zalando. Ja, da Zalando ist halt die Stärke, dass sie eine Marke haben, das sehen wir hier. Es gibt nicht so viel eigenes Suchvolumen, außer bei Dafiti, das heißt, sie kaufen halt einfach viel Traffic zu. So, was macht die Aktie jetzt interessant? Einerseits, sie ist natürlich stark runtergekommen, ist jetzt nur noch 450 Millionen wert. Oder sogar 400 und hat dafür noch relativ viel Netto-Cash, da sie noch Verluste machen von dem Börsengang. Das heißt, der eigentliche Firmenwert ist nur 220 Millionen, was ein EV-Revenue von 0,15 gibt. Ja, und früher war beim E-Commerce so der Faktor 2 normal, auch bei Firmen, die teilweise Verlust gemacht haben. Sie machen immer noch, aber es wird ein bisschen besser. Ja, also ich denke 2020, 2021 ist zumindest auf EBITDA-Ebene, sollten sie schwarze Zahlen schaffen. Also was ich halt an der Firma ganz okay finde, dass man eigentlich funktionierende Webseiten hat, die relativ stark sind in ihren jeweiligen Märkten und auch im Chart gibt es so eine Stabilisierung bei 2 Euro. Jetzt kann es nochmal kurzfristig ein bisschen Verkaufsdruck geben, weil die ehemaligen Anteilseigner ist die Lock-up-Periode ausgelaufen, das heißt, die dürfen jetzt verkaufen, das heißt, vom Timing könnte man dann noch ein bisschen warten. Allerdings könnte es auch gut sein, dass die nicht unter 2 Euro verkaufen, weil die könnten jetzt auch schon ein paar Tage verkaufen. Und bei 2 Euro war es eigentlich relativ stabil. Plus die Aktie ist natürlich auch nicht so teuer. Jetzt schauen wir uns mal das faire KGV-Bewertung an mit fairem KUV, weil es ja noch defizitär ist. Und das Produkt ist eigentlich ganz gut. Softfaktoren sind in Ordnung. Wettbewerb ist halt relativ intensiv, aber Markt wächst. Vor allem in den Märkten, wo sie tätig sind, ist die E-Commerce-Penetration noch deutlich niedriger als in China oder in den USA. Das heißt, da gibt es noch viel Raum zu wachsen. Das sehen wir auch hier in der Präsentation, dass sie einfach nur 6% erst online sind und das ist in USA 20%, EU 15%, in China sogar 39%, also sie sind da schon weiter. Kann man sich es auch selber noch durchlesen und sie sind, wie gesagt, so in dem mittleren Markt tätig, also auch bis so leichte Luxus rein, aber nicht das absolute Luxussegment. Gehen auch mehr in den Marktplatzsegment rein, deswegen wächst das Volumen eigentlich mehr als die Umsatzrate.
ist vom Geschäftsmodell also besser und nimmt immer eine 31% Take-Rate. Und auch die Grossmarge, wir haben es davor angesprochen, mit um die 40% ist nicht so schlecht. Das Problem ist allerdings immer noch, die Fulfillment-Kosten sind sehr, sehr hoch. Aber Marketplace ist immerhin schon 15% und wächst auch ein bisschen stärker. Ja, so, das hier ist noch wichtig. Wir sehen hier, das Nettovolumen ist immerhin in 2018 1,5 Milliarden gewesen. Ja, echter Umsatz ist 1 Milliarde. 39% Gross Profit, das könnte in Mode noch ein bisschen mehr werden, wenn sie wachsen. Vor allem Fulfillment ist viel mit 23% und auch Marketing und auch Tech und Admin. Und ich glaube, wenn sie noch ein bisschen größer werden, dann kann man hier jeweils 5% sparen und dann hätten sie immerhin eine positive EBITDA-Marge von um die 10%, was auch so für eine Netto-Marge, glaube ich, von 5% ausreichen sollte. Ja, deswegen ist auch im fairen KUV wird hier mit 5% Nettomarge gerechnet. Das würde ein faires Umsatzmultiple von 0,8 ergeben, ja, weil die Firma macht ja noch Verluste. Ist kein Qualitätsunternehmen, aber überdurchschnittlich. Und wenn wir 0,8 mit dem Umsatz von 2020 multiplizieren, kommen wir immerhin auf eine Bewertung von 1,2 Milliarden. Das heißt, da gibt es schon ein Vervielfachungspotenzial. Allerdings ist es natürlich ein sehr riskantes Unternehmen. Ich habe es jetzt mal auf die Beobachtungsposition reingekauft in meinem privaten Depot und auch in die Wikifolios Venture Capital Strategies und Nebenwerte Europa aufgenommen. Ja. Was ist eure Meinung zu Global Fashion Group? Gerne kommentieren und natürlich auch gerne andere Videos dazu schauen mit Aktien, die vielleicht noch attraktiver sind, weil das natürlich schon auch als Verlustbringer ohne jetzt super starke Marke schon eine enge Kiste ist. Aber ich finde es halt so ein bisschen ganz spannend von der Substanz zur möglichen Übernahmefantasie.